Für mich persönlich heißt Unabhängigkeit die Freiheit, selbstständig Entscheidungen treffen zu können, ohne unzählige Abstimmungen in ganz vielen Gremien. Und sie ermöglicht mir, sehr flexibel und rasch auf sich ändernde Gegebenheiten reagieren zu können und ist daher für mich für den Unternehmenserfolg essentiell. Man ist immer abhängig von gewissen Parametern. Corona hat Happy Foto extrem getroffen. Wir leben vom Festhalten der glücklichen Momente unserer Kunden und diese waren im letzten Jahr und sind auch jetzt noch eher rar. Es bringt ja nichts, sprichwörtlich den Kopf in den Sand zu stecken, sondern man muss das Beste aus jeder Situation machen. Und deshalb haben auch wir die Zeit gut genutzt. Einerseits haben wir unseren Maschinenpark modernisiert. Wir haben in Produktionsmaschinen investiert, die eben umweltfreundlicher sind und auch eine bessere Qualität liefern. Wir haben die Zeit auch genutzt, dass die Mitarbeiter weitere Maschinen anlernen, damit sie auch flexibler sind. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein sehr großes IT-Projekt, was wir weiter vorangetrieben haben, die Happy Photo Smart Moments App, wo wir unsere Kunden unterstützen, mit künstlicher Intelligenz noch schneller zum Fotobuch zu kommen. Sprich bei der Auswahl der besten Fotos für das Fotobuch, aber auch die Fotobuchgestaltung an sich. Unsere große Vision ist es, eben egal wie Computer- oder Smartphone-affin eine Person ist, jemanden zu ermöglichen, schnell und einfach ein Fotobuch zu erstellen und somit die Familienchronik für Generationen festzuhalten. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir seit Jahrzehnten ein schuldenfreies Unternehmen sind mit einer Eigenkapitalquote von über 90%. Aber natürlich ist für all unsere Vorhaben ist es wichtig, eine starke Bank im Rücken zu haben, falls irgendwas ist. Und da ist die Oberbank eindeutig der richtige Partner für uns. Die Oberbank ist auch unabhängig, sprich es ist nicht so, dass irgendwelche fernen Konzernzentralen, die uns nicht kennen, irgendwelche Entscheidungen anonym treffen. Die Oberbank durch eine sehr gute Kundenbeziehung und Kundennähe kennt eben unsere Bedürfnisse auch und kann die dann auch entsprechend in ihre Entscheidungen einbinden und das ist uns sehr wichtig.